Herzlich willkommen zurück zu Bücher über Berlin. Und es ist, sage und schreibe, Folge 50. Ich habe keinen Shampoos. Wir hätten eigentlich ein bisschen was kalt stellen sollen. Theoretisch ja. Verdammte Axt. Also da ist noch ein Schuss drin, aber... Na gut, dann trinke ich. Trinke einen Schluck Wodka. Ich feier und du... Prost. Du hast auch einen ordentlichen Zug drauf, Freundchen, ne? Unglaublich. So. 50 Folgen. 50 Folgen. Wer hätte das gedacht? Wir nicht. Wir nicht. Das heißt auch 50 Bücher. Ja. Ist jetzt nicht so viel, wenn man den Buchmarkt der... Ja, aber... Wir haben noch einiges vor uns. Wir haben einiges vor uns. Wir holen ja auch ab und zu mal was aus der Vergangenheit heraus, was jetzt nicht mehr ganz so aktuell ist. Ja. Da manchmal aktuelle Sachen. Ich habe etwas, was jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Leider ist der Autor letztes Jahr gestorben, Wolfgang Kerndorf. Chick. Ich muss mich mal konzentrieren. Ich will mal Schlick sagen. Ich bin so von Herrn Rossetti, bin ich so. Keine Schleichwerbung hier. Wir blenden es für euch ein. Wer wissen will, was das bedeutet, einfach mal auf www.schlick.tv gehen. So, Chick. Ach, das ist Cross-Media-Promotion. Genau. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Rossetti, verlink uns. Rossetti, gibt es auch schöne Videos bei Schlick.tv, bei so, YouTube. So, kommen wir zurück zu Saschas Buchempfehlung. Das ist ein wunderbares, richtig geiles Buch. Eigentlich so ein bisschen als Jugendbuch gehandelt, es ist aber kein Jugendbuch in dem Sinne. Mike Klingenberg ist die Hauptfigur, verbringt die Sommerferien am heimischen Pool. Mutter ist in einer Entzugsklinik, Vater ist mit seiner Assistentin auf Geschäftsreise. Sehr gut. Und es war schon ein paar Wochen vorher, kam in seine Klasse, kam Chick. Eigentlich heißt Chick Andrei Chinatschow, russischer Auswanderer, wohnt in den sogenannten Assi-Hochhäusern in Hellersdorf und sieht auch ein bisschen Assi aus, riecht auch öfters nach Alkohol, ist aber ein ganz intelligenter Kerl eigentlich. Jedenfalls, Mike ist ein bisschen traurig, weil er bei seiner Angebeteten nicht auf die große Geburtstagsfeier eingeladen wurde. Sie hat ihn einfach übersehen. Und Chick steht vor der Tür und plötzlich kriegt Mike Chick nicht mehr los. Er bleibt da, mehr oder weniger. Das hört sich an wie eine Krankheit. Sie klauen ein Auto, beziehungsweise Chick klaut ein Auto und sie wollen eine Reise in die Walachei machen. Das finde ich sehr plakativ. Und beide nicht wissen, wo die Walachei ist. Dass der Russe das Auto klaut und... ja. Unglaublich. Der Russe klaut das Auto und sie fahren in die Walachei. Rumänien, ne? Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wo die Walachei ist. Also sie wissen beide eh nicht, wo die Walachei ist. Sie sagen einfach nur nach Süden und fahren drauf los durchs schöne... Huch! Das ist ein Angriff der Killerschwalben. 50. Folge, ich habe da was arrangiert. Tauben waren aus. Ist mir auch lieber, Schwalben sind lieber. Tauben, die Ratten der Lüfte. Nein, kommen wir wieder zurück zu den Jungs und sie fahren dann quer durch Brandenburg mit ihrem alten... Das ist eigentlich ein Lader? Ich glaube, ein Lader. Brandenburg, Walachei, ich finde. Naja, sie wissen ja nicht genau, wo es ist. Sie fahren öfters mal im Kreis, weil sie haben natürlich keinen Kompass dabei. und es ist sehr lustig, aber auch, wie die beiden Jungs langsam anfangen, richtig gute Freunde zu werden. Irgendwann stößt noch ein Mädchen dazu, das sie auf einer Müllkippe finden, wo sie einen Plastikschlauch suchen, um Benzin abzuzapfen von einem anderen Auto. Weil das haben sie ganz vergessen, dass man auch irgendwann mal tanken muss. Und dass sie als 13-, 14-Jährige nicht unbedingt jetzt an die Tankstelle gehen können, um schwierig da mal zu tanken. Sie machen auch, sie kleben sich auch, also, oder Chick, der fährt, der klebt sich dann auch so mit Klebeband, mit schwarzem Klebeband so ein Bart an, damit er ein bisschen älter ausschaut. Einmal auch so ein Bärtchen, weil sie meinen, in Brandenburg fällt das eh nicht auf. Nee. Hilfe! Kaum sage ich sowas, werden schon eine Monsterhummel. Tiere auf mich gehetzt. Nein, das ist auf jeden Fall, Kleeblatt, ein ganz wunderbares, schönes Buch, das man unbedingt gelesen haben muss. Ich bin ja schon eigentlich ein bisschen zu spät damit mit dem Lesen, weil der große Hype ist ja ein Bestseller, ist schon vorbei. Aber wer es noch nicht gelesen hat, lesen, 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 das macht so einen Spaß, so eine Freude. Es hat ein fulminantes Ende, ein richtig gutes Ende, mit dem man eigentlich nicht rechnet. Und ja, viel Blut ist noch mit dabei. Blut? Blut ist am Ende mit dabei. Und dann auch noch einen ganz schönen
im Abgang, so wie beim Wein. Ja. Im Abgang gibt es dann nochmal sowas. Hölzern? Fürs Nussig, Herz. Erdig? Ah. Was fürs Herz. Fürs Herz. Ja. Also. Das hört sich nach Ferienromantik so ein bisschen an. Ist es. Ja. Ist es. Ist es so ein Road Movie? Cool. Sagt man das so? Road Movie in Brandenburg. Road Movie in Brandenburg. Ist, glaube ich, ist das auch schon verfilmt worden? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es toll. Unbedingt lesen jetzt im Sommer am Strand. Ein bisschen Heimatgefühle schnuppern und dann ist alles gut. Herrlich. Viel Spaß damit. Viel Spaß. Wolfgang Kerndorf mit Schick. Sag mal, wollten wir nicht auch eins zur 50. Folge verlosen? Verlosen vielleicht? Dann verlosen wir das mal als Hardcover. Könnte ja sein, dass jemand Interesse an dem Buch hat. Ich habe das Buch als Hardcover noch zu Hause. Dann verlosen wir das als Hardcover. Das wäre doch mal was. Aber das wird nicht leicht. Es gibt eine Gewinnspielfrage. Genau. Und ihr müsst uns lebenslang zu Diensten stehen. Das eh. Viel Spaß damit. Viel Spaß.